Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe unseres Kanal 3 Steiermark Magazins. Ja, in unserem Thema der Woche wird es dieses Mal sportlich. Wir nehmen Sie mit auf die Matte. Wir durften nämlich einen kleinen Einblick in den Ringersport bekommen. Wenn im Hexenkessel in Söding die Stimmung brodelt, dann geht es wieder heiß her bei den Bravehearts des KSV Söding. Wir haben hinter die Kulissen geblickt, um herauszufinden, worauf es beim Ringen überhaupt ankommt und was den Sport so faszinierend macht. Ja, es ist einmal Kampfsportart, gibt es ja schon seit Ewigkeiten, eigentlich schon seit der Antike natürlich. Die Idee dahinter, was dahinter ist eigentlich, man versucht den Gegner nach Punkten oder mit Griffen eben zu besiegen oder eben auf Schulter zu legen, also auf beide Schultern. Es gibt zwei Stilarten, den freien Stil und den griechisch-römischen Stil, wobei der freie Stil den ganzen Körper als Angriffsfläche bietet und der griechisch-römische Stil nur von der Hüfte aufwärts. Auf den ersten Blick wirkt der Sport vielleicht etwas grob, doch der Schein, der trügt. Also Ringsport ist, glaube ich, in den Köpfen ein bisschen falsch drinnen. Also eigentlich ist es meiner Meinung nach der fairste Kampfsport, was es gibt, ja, weil es zielt keine Bewegung auf die Verletzung vom Gegner ab. Ja. Also es gibt nichts gegen das Handgelenk, es gibt keine Würgen und keine Aufgabegriffe. Also es ist eigentlich der fairste Kampfsport. Ja. Also es zielt nie auf eine Verletzung ab und für die Kinder ist es eine super, super Möglichkeit zu lernen, mit dem Körper umzugehen, zu fallen und man trainiert wirklich den ganzen Körper. Also es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Das Training beginnt mit dem Aufwärmen und das ist gerade im Ringen sehr wichtig, werden doch Nacken- und Rückenmuskeln stark beansprucht. Danach geht's ab auf die Matte oder besser gesagt in den Ring. Ja, also der rote Kreis, wie man sieht, das ist die Begrenzungszone, also da darf man nicht raus quasi. Also wenn man da jetzt die übertritt, dann kriegt der Gegner Punkte dafür. Und die gelbe Fläche und auch der rote Kreis dient quasi als Ringkampf. Also das ist die Fläche, wo man quasi ringt. Der Kampf an sich beginnt dann im Stand. Je nachdem, welche Technik zum Einsatz kommt, geht's auch ab auf den Boden. In Söding können sich schon die Jüngsten auf der Matte versuchen und trainieren fleißig an ihrem Können. Also mit den Kindern fangen wir zuerst, wenn sie jüngerweise kommen, fangen wir zuerst mal turnerisch viel an, also mit dem ganzen Bewegungsapparat, also gestärkt ist alles. Und dann schon langsam mit Technik und dann so bis jetzt ringen sie teilweise schon, das sind die älteren Kinder schon ein bisschen, die tun schon ringen, fahren auch schon zu trainieren. Zwei Jungs sind im Nationalteam jetzt schon, Schülernationalteam dabei und ja, wenn man aufbaut, dass man vielleicht irgendwann einmal in der Liga bei uns ringen kann. Also das ist mir sehr wichtig, dass wir da eine gemischte Gruppe haben. Und momentan funktioniert es ganz gut, also wir haben viele Mädels auch. Und ja, schauen wir mal, ich hoffe, es bleibt so. Ab 9 Jahren gibt es dann für den Ringernachwuchs bereits erste kleine Turniere. Dort können sie bereits erste Wettkampfluft schnuppern. Vorbild mit Sicherheit die Jungs der Bravehearts aus dem eigenen Verein, die in diesem Jahr für eine Sensation gesorgt haben. Denn sie haben das Meister-Playoff erreicht und messen sich somit mit der Ringerspitze Österreichs. Ja, das ist sehr besonders. Also das ist das erste Mal, dass wir im oberen Playoff ringen. Also das heißt, wir sind jetzt mindestens einmal Vierter. Jetzt kommen halt eine harten Brocken auf uns zu. Den ersten haben wir jetzt eh schon vorigen Samstag gehabt. Ein Rekordmeister, da ist leider eine Niederlage gewesen. Aber wir werden unser Bestes geben und schauen, was noch drin ist. Wir trainieren jetzt 3-mal die Woche und sonst noch Krafttraining und Laufeinheiten machen wir noch daheim. Der Spaß und die Leidenschaft am Sport sind die wichtigsten Komponenten, die man mitbringen sollte. Viele Mitglieder des KSV Söding trainieren schon seit dem Kindesalter. Das hat dadurch angefangen, dass mein Vater wieder angefangen hat. Also der hat zwischen eine lange Pause gemacht. Der hat dann gemeinsam mit meinem kleinen Bruder wieder angefangen. Und dann hat es mich interessiert und ich bin einmal mitgekommen und das hat mir dann ziemlich taugt und ich bin dabei geblieben. Und wenn der Hexenkessel in Söding wieder brodelt, dann zeigen die Ringer des KSV Söding wieder, was mit Leidenschaft und hartem Training alles möglich ist. Der Herbst ist ja die Zeit, um dankbar zu sein. Und beim alljährlichen Erntedankfest in Mooskirchen wurde auch heuer wieder mit Erntegaben der Ernte gedankt.
Der Herbst ist da und pünktlich mit seinem Eintreffen wurde natürlich auch heuer wieder in Mooskirchen Erntedank gefeiert. Vergangenes Wochenende wurde dort der Ernte des Jahres gedankt. Wir feiern gemeinsam das Erntedankfest. Unsere Kinder nehmen an diesem traditionellen Fest teil. Wir treffen uns hier im Kindergarten mit allen Kindern und Eltern. Dann gehen wir gemeinsam zum Kaufhaus Rohrbacher. Dort treffen wir uns dann mit dem Herrn Pfarrer und mit der Pfarrgemeinde, ziehen gemeinsam in die Kirche ein und feiern dort das Erntedankfest. Die Zeremonie fand auch heuer wieder mit den Kindern des Kindergartens von Mooskirchen statt und hatte ihren Höhepunkt mit der Segnung der Gaben und dem anschließenden Gottesdienst. Das Erntedankfest in unserer Pfarre, das ist ja etwas, was Tradition hat, was einfach sein muss, weil wir doch noch landwirtschaftlich strukturiert sind und eine Freude haben sie alle, dass die Natur uns diese Ernten beschieden hat. Und deshalb ist der erste Sonntag im Oktober in Mooskirchen eigentlich immer für den Erntedank vorgesehen. Wir ernten auch vorher mit den Kindern und sprechen darüber, wie wertvoll unsere Gaben eigentlich sind. Und als Höhepunkt ist heute das Fest und da gehen wir gemeinsam mit den Kindern in die Kirche. Eine wirklich tolle Gelegenheit, sich darauf zu besinnen, was wirklich wichtig ist und gemeinsam einfach dankbar zu sein. Wissen Sie denn, was eine Hirschbirne ist oder eine Schafnase? Und wissen Sie denn auch, was passiert, wenn die beiden sich treffen? Die größte Schauobstausstellung Österreichs und das mitten in Graz. Von A bis Z, also von Aufpfropfen bis hin zur Zwetschge. In der größten Ausstellung alter Obstsorten Österreichs in der Grazer Herrengasse konnte man allerhand erfahren und vor allem auch gleich selber schmecken. Wir haben hier 250 Sorten zusammengetragen aus allen 7 Naturparken der Steiermark und die haben wir dann bestimmt. Ja. Wir haben pro Apfel 93 Merkmale, dann wissen wir, ist es oder ist es nicht. Und wie jedes Jahr entdecken wir da ganz seltene Sorten. Vor über 100 Jahren gab es in der Steiermark noch über 2000 Apfelsorten. Diese wurden im Laufe der Zeit weniger und deshalb wird versucht, diese alten Sorten wieder zu bestimmen und Bäume nachzuziehen. Einige Besucher haben ihre Äpfel aus dem eigenen Garten gleich mitgebracht, um die Sorte herauszufinden. Das heißt, die Leute kommen und bringen diese Äpfel mit und man braucht dann sehr viel Erfahrung. Also ich bestimme im Jahr tausende Sorten, dann kennt man die irgendwann. Sehr wichtig ist auch das Verkosten, ja, weil die am Geschmack auseinanderzuhalten sind. Und wenn man Glück kommt, kommt man drauf. Immer kommt man nicht drauf. Aber ich sage, ja, einen Großteil kann man doch bestimmen, was gebraucht wird. Und einen kleinen Tipp vom Profi gibt's für alle Apfelliebhaber gleich noch mit. Das Beste am Apfel ist eigentlich der Kern, weil das Fruchtfleisch, das wir so gerne essen, ist eigentlich nur Verpackung, damit halt Vögel oder Rehe den Kern woanders hin transportieren. Dem Baum geht es in Wirklichkeit darum, seine Samen zu verbreiten, sodass woanders wieder ein Baum wächst. Ja? Das ist der eigentliche Schatz da drinnen. Wissenswertes rund um unsere heimischen alten Streuobstsorten gab es da also zu erfahren und vor allem auch zu erschmecken. Auch heuer dürfen wir Ihnen wieder von der APV Lehrlingsgala berichten. Einem Abend, an welchem die Erfolge der ausgezeichneten Lehrlinge und Fachkräfte im Mittelpunkt stehen und dem Thema Lehre die entsprechende Wertschätzung zukommt. Die APV Lehrlingsgala feiert in Köflach bereits 10-jährige Tradition. Es ist ein ganz besonderer Galaabend, an welchem die Heldinnen und Helden der Technik im Rampenlicht stehen. Auch bei der diesjährigen 11. Lehrlingsgala des Ausbildungsverbundes konnten zahlreiche Leistungen bejubelt werden. Ja, es sind in der Summe 52 Jugendliche und zwar sind es Lehrlinge vom 1. bis zum 4. Lehrjahr, die Berufsschule mit gutem oder ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen haben und alle jungen Facharbeiter und Facharbeiterinnen, die DLAB mit Auszeichnung mit gutem Erfolg abgeschlossen haben. Ja, das ist auch was Besonderes. Ne? Es gibt einen Maturaball, es gibt ein Maturazeugnis, Überreichung, eine feierliche und das ist was Ebenbürtiges. Zwar ein bisschen anders inszeniert, aber die Lehrlingsgala, wie es in der Einladung auch heißt, die Heldinnen und Helden werden ausgezeichnet.
Ein Dank gilt hier natürlich dem APV-Organisationsteam rund um Magistra Sonja Hutter sowie den einzelnen ausgezeichneten Lehrlingen und Absolventen, welche den Anstoß für diesen Galaabend erst geben. So konnten seit 2008 insgesamt 709 Ehrungen ausgesprochen werden und das zeigt, die Wirtschaft und die gesamte Region ist stolz auf den Trend der Fachkräfteausbildung. Die Wirtschaft schreit nach Facharbeitern, das wissen wir, die Konjunktur ist Gott sei Dank gut und anscheinend in den nächsten Jahren genau auf diesem Level. Und Facharbeiter werden das wichtigste Potenzial für die Wirtschaft der Zukunft sein und auch für eine Region. Und deswegen sind wir auch glücklich, dass wir den APV-Metall bei uns hier haben. Das Konzept der APV-Lehrlingsgala ist auf diese Weise österreichweit einzigartig und die Lehrlinge selbst, die sind sich sicher, am richtigen Weg zu sein. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Lehre. Ich habe auch sehr viele Chancen nachher, falls ich nicht im Betrieb bleibe, aber ich habe schon vor, dass ich im Betrieb bleibe, dass ich eben eventuell höhere Positionen erreichen kann und ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ich habe mich für einen Lehrberuf Maschinenbautechniker entschieden und ja, mir macht der Beruf noch immer glücklich. Ich bin habe noch immer die volle Freude und ja, mir taugt das voll, so mit Maschinen arbeiten und Sachen zu bauen. Also für mich selber hätte ich, glaube ich, nichts Besseres finden können. Es war einfach für mich selber die beste Entscheidung, weil ich war nie der, was so weiter Schule gehen wollte. Aber mit einer Lehre habe ich genau das gefunden, was ich wollte eigentlich. Ja, ich habe einen ausgezeichneten Erfolg gehabt und ich habe einen Führerschein auch noch gewonnen. Also das ist echt perfekt. Hätte mir den besser den oben gar nicht wünschen können. Das klingt nach einem perfekten Abend in den Hallen der Firma Grenhof, voller Erfolge und Auszeichnungen, ganz unter dem Motto, nimm deine Zukunft in die Hand. Haben Sie denn ein Auto und pendeln vielleicht damit sogar jeden Tag zur Arbeit? Oder nutzen Sie lieber die öffentlichen Verkehrsmittel oder den sogenannten Mikro-ÖV? Wir haben uns über das Verkehrskonzept im Großraum Graz informiert. Laut einer aktuellen Studie der TU Graz zählt Graz zu den Top-Wachstumsregionen in Österreich. Das bringt natürlich auch zusätzliches Verkehrsaufkommen mit sich. Pendeln doch 47% aller Erwerbstätigen tagtäglich nach Graz. Allein aus dem Raum Graz-Umgebung pendeln rund 45.000 Menschen in die Landeshauptstadt. Zählt man dann noch Schüler und Studenten hinzu, kann man in Graz von einer Pendlerzahl von über 100.000 Personen pro Tag sprechen. Dafür braucht es natürlich ein entsprechendes Verkehrskonzept. Die WKO-Regionalstelle Graz und Graz-Umgebung hat deshalb bereits 2010 ein Verkehrskonzept entwickelt. 2 Jahre, also bis 2020, ist es noch gültig. Vieles konnte schon umgesetzt werden, so zum Beispiel die Installation von TIM, 7 zentralisierten Mobilitätsknoten in Graz, oder das Mikro-ÖV-Modell Gustmobil, ein Anruf-Sammeltaxi-System in 29 Gemeinden des Bezirks Graz-Umgebung und vieles weitere mehr. Trotzdem gilt es noch einiges zu tun. So wird der Ausbau der A9 im Süden gefordert oder zum Beispiel eine Beschleunigung der Zugverbindung von Graz nach Wien innerhalb von 1,5 Stunden. Wann sieht denn heuer im Sommer im Urlaub? Italien, Kroatien, Spanien, das sind ja sozusagen die Klassiker. Aber wie wäre es denn einmal mit einer Kreuzfahrt oder mit einer Reise ins Blaue, bei der Sie nicht wissen, wo es hingeht? Wir waren bei der Präsentation der Reisevorschau fürs nächste Jahr und zwar vom Team des Mürztaler Reisebüros. Eine Reise ins Blaue, bei der man nicht weiß, wo es hingeht. Eine Reise ins zauberhafte Marrakesch oder eine Kreuzfahrt von Singapur bis Dubai. Diese und noch viele weitere Schmankerl warteten auf die vielen Stammkundinnen und Stammkunden des Reisebüros der Mürztaler Verkehrsgesellschaft bei der heurigen Präsentation des Reiseprogramms fürs nächste Jahr. Die Steirerinnen und Steirer sind sehr reiselustig, weil wenn man sich unser Reiseprogramm anschaut, das Programm vom Mürztaler Reisebüro in Kapfenberg, dann sieht man, es geht eigentlich rund um die Welt. Es geht aufs Meer, es geht auf Flusskreuzfahrten, es geht natürlich mit dem Flugzeug in die Luft, man kann mit dem Autobus überall hinfahren, kein Verkehrsmittel wird ausgelassen, wirklich einmal rund um die Welt.
Also im Moment geht der Trend sehr stark zu Kreuzfahrten. Ich würde fast sagen, mehr als die Hälfte unserer Kunden sind schon Kreuzfahrer. Dahingehend haben wir natürlich unsere Reisen ausgerichtet. Wir sind auf der Vorpremierenfahrt vom neuen Schiff der Aida Nova. Wir haben Plätze auf der Costa Smeralda gleich nach der Taufe. Also bei uns ist man dann immer beim Trend dabei. Ganz besondere Dinge sind AIDA Selection Reisen. Die bekommt man bei uns im Mürztaler Reisebüro Kapfenberg. AIDA Selection heißt lange Liegezeiten in den Häfen und ganz besondere Häfen. Sei es im Norden, in Grönland oder im Süden, liegt das Schiff direkt vor der Insel Capri. Ganz besondere Häfen und auch teilweise über Nacht, dass man mal in Ibiza eine Nacht durchtanzen kann. Der Trend geht durchaus auch Richtung Busfahrten, denn man muss eines sagen, es gibt immer mehr Leute, die in einem Singlehaushalt leben und die sind einfach froh, wenn sie dann bei einer Busreise eine gewisse Gemeinschaft genießen können, wenn sie sich untereinander austauschen können, und wir sind vom Mürztaler Reisebüro sehr, sehr stolz, dass über unsere Fahrten sich schon sehr viele Freundschaften gefunden haben, wo Leute auch dann schon privat viel unternehmen und sie haben sich bei einer Busreise kennengelernt. Musikalisch umrahmt wurde die Präsentation der anstehenden Reisen von Helmut Pickler, der für jedes Reiseziel die passenden Klänge auf Lager hatte. Nach der Präsentation wurde dann fleißig in den Angeboten geschmökert und sich gemeinsam auf die nächste Reise gefreut. Am 18. Oktober 2018, da dreht sich in Pölls Oberkurzheim alles um Papiertragetaschen. Im Rahmen des ersten European Paperback Day feiert die Zellstoff Pölls AG die nachhaltige Verpackung der Zukunft. Papier spielt eine tragende Rolle. Papiertaschen sind recycelbar, werden regional produziert, sind natürlich und erneuerbar, zuverlässig und biologisch abbaubar. Und sie helfen, Plastikmüll zu reduzieren. Denn in Österreich werden unvorstellbare 1,7 Milliarden Stück dünne Plastiksackerl pro Jahr verbraucht. Ja, Verpackungen aus Plastik haben Alternativen, und zwar sehr klimafreundliche Alternativen, die sind eben aus Papier. Und wenn man die Papierfabrik gleich im Ort hat, dann ist es vielleicht gar nicht so schwierig, was draus zu machen, oder war es doch schwierig? Es war überhaupt nicht schwierig. Zellstoff wird hier produziert, Papier wird hier produziert, seit 230 Jahren, also von daher war das eine gute Voraussetzung. Am 18. Oktober im Rahmen des ersten European Paperback Day feiert die Zellstoff Pölls AG die nachhaltige Verpackung der Zukunft. Der European Paperback Day ist eine Initiative von führenden europäischen Kraftpapierherstellern, zu denen die Zellstoff Pölls AG zählt. Der Papier- und Zellstoffproduzent stellt in den nächsten 1,5 Jahren den Betrieben der Gemeinde Pölls-Oberkurzheim kostenlose Papiertragetaschen und Brotsackerl zur Verfügung. Das ist eine Initiative, die wir mit begründet haben und an der wir uns mit Begeisterung natürlich beteiligen. Und vielleicht gewinnen wir ja. Mit diesem lokalen Vorzeigeprojekt wird die Gemeinde plastikfrei und man setzt ein klares Zeichen für unsere Umwelt. Finanziert von der Heinzelbalb Zellstoff Pölls AG. Kostenlos für Gewerbetreibende und Konsumentinnen sowie Konsumenten im gesamten Ort. Und so steht am 18. Oktober 2018 die Marktgemeinde Pölls-Oberkurzheim ganz im Zeichen der Papiertragetasche. Und im gesamten Ort werden Aktionen stattfinden, ganz unter dem Motto: Denk zuerst an Papier. Mit freundlicher Unterstützung vom Land Steiermark. Bessere Zukunftschancen für unsere Kinder, am Land wie in der Stadt. Jobs, von denen man gut leben kann. Wirtschaftsaufschwung durch starke Regionen. Eine Steiermark, in der das Gemeinsame zählt. Denn nur gemeinsam kann die Steiermark erfolgreich sein. Dafür arbeiten wir. Kräfte bündeln, Regionen stärken. Eine entgeltliche Information des Landes Steiermark. Ich war eine Weile auf dem Boden, an jedes Schild, an jedes Horn. I was getting more like baby.
make me better when I'm with you. Antenne. Immer einen Hit voraus. I fell in love with you so, so much. Whoa, I know how to wave my hands and my feet. Your heart knows how to talk. Natur, Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft, Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Unter dem Motto Lebenswert, liebenswert, leistbar findet am 18. Oktober das erste Immobilienforum der Lipizzaner Heimat im Wetz in Bernbach statt. Bekommen Sie einen Einblick in die Immobilienbranche und der Entwicklung des Immobilienmarkts in der Lipizzaner Heimat. Beginn ist um 19 Uhr. Cavalleria Rusticana und Pagliacci von Pietro Mascagni und Ruggero Leoncavallo ab 19. Oktober in der Oper Graz. Alle weiteren Infos zu den Vorstellungen finden Sie unter www.oper-graz.com. Du hast dir vieles vorgenommen im Leben, über vieles nachgedacht, vieles geträumt. Du hast Menschen in deinem Umfeld beobachtet, die Großartiges geschafft haben. Das hat dich ermutigt. So vieles kann noch umgesetzt werden. Am Ende deines Lebens zählt, was du gemacht hast, nicht was du erträumt hast. Was hält dich von deinen Zielen ab? Grenzen in deinem Kopf können dich zögern lassen. Aber selbst auferlegte Grenzen können aufgelöst werden. Ziele und Wünsche erreicht werden. Dafür wurde für dich ein ganzer Tag vorbereitet. Dort geht es um dich. Deine Zukunft, deine Erfolge, dein Glücklichsein. Von diesem Tag wirst du lange profitieren. 20. Oktober, Stadthalle Graz. Der aktuell beste Langstreckenrennradfahrer der Welt, Christoph Strasser, nimmt dich mit auf eine Reise, die deine Kräfte mobilisieren wird. Virtuelle Realitäten entwickelt für deine mentale Stärke stehen in den Pausen zur Verfügung. High-Performance-Coach Professor Dr. Manfred Winterheller zündet ein Feuerwerk an Ideen, Methoden und inspirierenden Botschaften. Nutze diesen Tag. Hole mehr aus deinem Leben heraus. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Sichere dir jetzt Tickets. www.tagderinspiration.at.
Axel, Lilo, Poppy und Dominik. Wer kennt sie denn nicht, die bekannten Knickerbocker? Sie waren schon vor Jahrzehnten ein absoluter Kinderbucherfolg und jetzt geht ihre Geschichte weiter, allerdings als Erwachsene und für Erwachsene. Knickerbockerbande für immer, so heißt die Fortsetzung und da hat Thomas Breziner jetzt bereits den zweiten Teil herausgebracht. Schatten der Zukunft. So nennt sich der zweite Band der Serie Knickerbockerbande für immer, den Thomas Breziner vor kurzem auf den Markt gebracht hat. In der Grazer Buchhandlung Moser hat Thomas Breziner dann auch die Schatten der Zukunft vor vielen begeisterten Fans und Lesern präsentiert. Naja, sie haben beschlossen, dass sie sich wiedersehen und alle gemeinsam zu Dominik reisen, der ja in New York lebt. Aber einen Tag vor der Abreise gehen vier Türen auf, die das Leben aller vier Knickerbocker völlig verändern. Und in diesem Abenteuer stehen sie plötzlich nicht als die großen Detektive da, sondern als die größten Verbrecher. Und sie müssen ihre Unschuld beweisen. Aber es gibt noch was ganz Wichtiges. Alle vier sind ja jetzt Anfang 30, Mitte 30 und die haben einige Herausforderungen im Leben und in der Liebe. Also kann man sich vielleicht die ein oder andere Love Story erhoffen? Ja, kann man sich erhoffen. Aber Love Stories sind nie einfach. Die Schauplätze sind teilweise zum Beispiel da bei uns in Graz. Waren Sie da auf jedem der Schauplätze, über den Sie schreiben, schon persönlich oder entspringt das alles der Fantasie? Nein, ich kenne die meisten Schauplätze, die ich beschreibe. Das ist nämlich viel schöner, wenn man etwas beschreibt, was man schon kennt. Und die Poppy lebt ja hier in der Nähe von Graz, auch jetzt noch als Erwachsene mit ihrem Mann. Die sind ja beide Tierärzte. Ja, und das habe ich beschrieben. Und die Rückmeldungen, wie schaut es denn da aus? Sind die eher von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen oder alles wirklich bunt gemischt? Die sind von Erwachsenen, absolut. Das Buch wird gelesen von Jugendlichen, ja, so ab 14 ohne weiteres. Und sonst sind es Erwachsene, die früher die Bücher gelesen haben und die jetzt die Bücher der Erwachsenen-Knickerbocker-Bande lesen. Wobei mir einige auch sagen, dass sie es als Kinder gar nicht so stark gelesen haben, sondern dass sie jetzt die Erwachsene-Knickerbocker-Bande lesen. Auch gut. Und das ist jetzt eben von den neuen Knickerbockern quasi der zweite Band. Ist der dritte schon in der Feder? Also ich lasse mir das offen, ob es einen dritten gibt oder nicht. Die Möglichkeit dazu besteht, aber jetzt bin ich froh, dass der zweite fertig ist. Jetzt tut sich wahnsinnig viel und dann gönne ich mir ein bisschen Ruhe und dann lasse ich alles heran. In keinem anderen EU-Land fahren so viele Menschen mit dem Zug wie in Österreich. Und in Knittelfeld wird jetzt in Kürze sogar ein Jubiläum gefeiert. Nämlich das Jubiläum der Kronprinz-Rudolf-Bahn. Diese wird nämlich 150 Jahre alt. Einst schienen sie unüberwindbar. Gebirge, Alpen und Kontinente, die Kulturen voneinander trennten. Mit der Entwicklung der Technik kam auch die Eisenbahn und legte den Grundstein zur Erschließung der Alpen. Heute blickt man in Knittelfeld auf 150 Jahre Kronprinz-Rudolf-Bahn zurück und feiert das mit einem großen Fest. Wir haben versucht, dass wir wirklich ein großes Fest für die Eisenbahn veranstalten, für die Stadt Knittelfeld. Und es kommen Sonderzüge aus Villach, aus Wien, aus Graz. Und wir hoffen auch auf die große Politik, dass sie teilnimmt an unserem Fest der 150 Jahre unserer Eisenbahn. Die Eisenbahn hat auch heute kaum etwas an ihrem Charme eingebüßt. Wir haben zurzeit eines der größten Eisenbahnmuseen überhaupt in Österreich. Wir haben 1400 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Wir hätten 30 Fahrzeuge zum Herzeigen. Wir haben Sonderausstellungen, zum Beispiel Eisenbahnkappen von der ganzen Welt. Wir haben für eine Taschenuhr-Ausstellung 107 Stück Taschenuhren, die alle mit der Eisenbahn irgendwo verbandelt sind. Und das sind Sammlungen, die sind einzigartig. Darum ist unser Museum auch herzeigbar. Wenn man sich im Eisenbahnmuseum Knittelfeld umsieht, bekommt man einen genauen Einblick in die Entwicklung der Bahn. Es war der Beginn der Industrialisierung, des wirtschaftlichen Aufschwungs in der Region und davon profitieren wir doch heute noch. Und umso wichtiger ist es, Geschichte zu zeigen, Exponate zu zeigen. So viele Vereine, aktive Vereinsmitglieder tun mit an diesem Zweitagesfest und es wird Interessantes geben und wir freuen uns auf zahlreichen Besuch. Kaiser gesagt,
Noch einmal eintauchen in Knittelfeld als Eisenbahnerstadt. Das ist beim großen Fest vom 19. bis 21. Oktober möglich. Naschen Sie denn auch so gerne wie ich? Und wie stehen Sie denn eigentlich zu Mehlspeisen? Für unser Spontan der Woche haben wir die Steirerinnen und Steirer gefragt, was denn ihre Lieblingsleckereien sind. Spontan! 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 Spontan natürlich! Wir machen heute eine Umfrage zum Thema Mehlspeisen. Haben Sie Lieblingsmehlspeise? Ja, ich esse wenig Mehlspeisen. Mhm. Ja. Und wenn es dann eine sein müsste, für welche würden Sie sich entscheiden? Sein müsste? Ne, eher Sacher. Okay. Ja. Und backen Sie selber auch? Ja, ein bisschen was. Und ja. Was? Ja, so gern Mehlspeisen. Okay. Nusspotize und sowas. Ja. Schwarzwälder Kirsch. Mhm. Haben Sie selber backen auch schon mal? Nein. Also generell eher mehr der Tortenfan und nicht so Nussstrudel, Nusspotizen? Ah, doch schon auch, aber in der Schnelle habe ich jetzt anders nicht gedacht. Was gehört denn zu einer guten Mehlspeise dazu für Sie? Sie darf nicht trocken sein. Saftig, wenn man bei uns sagt, gatschig muss sie sein. Also Lieblingsspeise habe ich gar nicht. So. Gehört für dich irgendwas Besonderes zu einer guten Mehlspeise dazu? Vielleicht Topfen oder Obst? Ja, Obst, also frisches Obst, so wie ja, also Erdbeeren oder so. Kardinalschnitte. Mhm. Haben Sie selber auch schon mal gebacken? Ja, habe ich schon. Also jung, aber jetzt bin ich schon. Okay. Und jetzt backen Sie nicht mehr so gern, lassen Sie sich lieber bebacken? Genau, genau. Bei 8 Kindern muss man schon die das überlassen jetzt. Torte. Ja? Sie macht immer Torte. Ich mag immer Kulatschen. Ne? Mhm. Und welche Torte machen Sie am liebsten? Torte, ich liebe. Nein, ich bin eher der saure Typ. Okay. Gar keine Mehlspeisen, auch nicht, wenn es die Mama backt? Das ist natürlich eine Ausnahme, ja. Was magst du besonders gern? Apfelkuchen. Okay. Fängst du immer im Bauch. Und haben selber gebacken auch schon mal was? Nein, ich nicht, ne? Und was gehört für Sie zu einer perfekten Mehlspeise dazu? Was dazu gehört? Kaffee. Apfelstrudel. Machen Sie selber auch? Dann selber auch backen? Ja, schon. Nicht alles, nicht den ganzen Strudel. Und, aber Sie machen selber Apfelstrudel und ist Ihre der Beste? Apfelkuchen, oh ja. Mhm. Ja. Und was gehört für Sie zu einer guten Mehlspeise dazu? Ja, also was üblich ist, nicht? Mehl, Eier, Butter und die diversen Varianten. Und Obst? Ja, Obst dann oben drauf, ja. Spontan. Spontan. Spontan natürlich. In unserem aktuellen Stadtgespräch sind zwei Nachbarn zu Gast. Die Gemeinde Volzberg und die Gemeinde Bernbach. Oder besser gesagt die beiden Bürgermeister, Herr Meixner und Herr Osprian, zum Thema die neue Weststeirer City. Willkommen, meine Damen und Herren, willkommen beim Stadtgespräch, willkommen bei Kanal 3, willkommen hier noch einmal in der Auster in Graz-Eckenberg. Wir sind schon ja, gut im Spätsommer angelangt. Sie sehen, es passiert momentan gerade nicht viel in der Auster, ganz klar, die große Badesaison ist vorbei. Aber ein ganz interessantes Thema haben wir heute hier noch zu besprechen, meine Damen und Herren. Sie dürfen sich freuen, wir stellen Ihnen das Projekt, die neue Weststeier City, wollen wir Ihnen noch mal vorstellen. Da ist schon viel passiert. Sie wissen wahrscheinlich schon, was ich meine. Es geht um dieses große Projekt Fusion zwischen Volzberg und Bernbach. Und die beiden Bürgermeister, die Antreiber, die Ideengeber, die Impulsgeber, die Initiatoren, was auch immer, die sind hier heute bei mir zu Gast. Das ist der Ernst Meixner aus Volzberg und das ist der Bernd Osprian aus Bernbach. Grüß Gott, meine Herren. Ja, vielleicht, dass wir nochmal ganz kurz, es ist ja viel diskutiert, viel geschrieben worden und es hat wahrscheinlich auch viele Meinungen schon dazu gegeben und wird es noch geben, aber es war natürlich ein Knaller, den ihr heuer im Frühling da abgehen habt lassen und gesagt haben, wir zwei Bürgermeister und wir zwei Gemeinden sagen, wir wollen in Zukunft gemeinsam gehen als Gemeinde Volzberg-Bernbach. Übrigens, fragen wir gleich mal, wie wird denn diese Gemeinde heißen? Volzberg-Bernbach oder Volzburg und Bernberg? Oder? Zumindest ist das einmal der Arbeitstitel Volzberg-Bernbach. Und es wird sich auf das hinauslaufen, denken wir. Okay, also das ist noch nicht endentschieden. Ja, aber es wird keinen Kunstnamen geben wie Volzbach oder genau. Berg. Das war ja ein sehr billiger Gag, jetzt ehrlich gesagt, weiß ich eh. Aber
Fakt ist, ihr seid da rausgegangen mit dieser Geschichte. Das hat für einigen Bahö, wie man so gut steirisch sagt, gesorgt. Mittlerweile sind doch einige Wochen und Monate ins Jahr gezogen. Wenn man jetzt einmal so eine Zwischenbilanz zieht, was sagen die Menschen? Was sagen nämlich eure Menschen, die Bernbacher und die Volzberger, jetzt mittlerweile zu dieser Idee, zu diesem Projekt? Also ich habe nicht viel Negatives gehört, ganz im Gegenteil. Also man sagt schon, war hoch an der Zeit, das sagt auch der politische Mitbewerb. Ja. Und ich glaube, wir haben uns gefunden durch viele gemeinsame Aktivitäten in den Gemeinden. Ich habe gesagt, wir probieren es einfach. Okay, es geht ja nur mit den Menschen. Wie ist da Ihre Erfahrung in Bernbach? Also das heißt, man kann zwar was entscheiden politisch und auch der Mitbewerber sagt, ist okay, aber der einfache Bernbacher hätte auch gerne das Gefühl, da mitgenommen zu werden. Wie gelingt das mittlerweile? Die Menschen mitzunehmen ist da natürlich ganz wichtig. Es gibt natürlich wirtschaftliche Vorteile, die wir mittlerweile schon kennen, die sehr groß sind, aber es geht immer darum, auch Emotionen bei den Leuten auszulösen, positive Emotionen, dass man die gut mitnimmt. Das heißt, wir werden über die nächsten Wochen im Detail die Bürgerinnen und Bürger von Bernbach und Volzberg gut informieren, die Vorteile einer solchen gemeinsamen Stadt aufzeigen und hoffen so auch, dass wir Visionen für die Zukunft präsentieren können, wie sich die neue Stadt entwickeln soll, und dadurch wollen wir auch die Leute gut mitnehmen. Es gibt natürlich auch die Kritiker, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber es wird schon den einen oder anderen geben, sagen, so ein Blödsinn. Was sind deren Argumente, die man auch schnell wieder, sage ich mal, entkräften könnte? Was spricht eigentlich dagegen? Wenn man sagen wir es einmal so, aus wirtschaftlicher Sicht macht sowas Sinn, könnte ich mir vorstellen, ohne jetzt ihre Bilanzen zu kennen. Aber ich glaube, es macht Sinn, Synergien zu nutzen und damit auch die Wirtschaft, die Kasse, nämlich zu entlasten. Aber was wäre es, wenn so Punkte, die Sie hören, da spricht dagegen? Gibt es die Identität des Volzbergers, die mit dem der Bernbacher nicht kann? Ich glaube, da gibt es keine Empfindlichkeiten oder Befindlichkeiten. Ganz im Gegenteil, es gibt natürlich auf den sozialen Medien immer wieder Untergriffe, wo man sagt, da wird der Kindergarten zugesperrt oder Schule, was für im Grunde ein großer Blödsinn ist. Ja, okay. Wir werden 15.000 Einwohner insgesamt bleiben und nicht irgendwas zusperren wollen, ganz im Gegenteil. Und der wirtschaftliche Mehrerlös trägt ja dazu bei, dass wir mehr für die Bevölkerung, für die Strukturen tun können. Ja, das ist klar. Das scheint logisch. Bernbach ähnlich, nehme ich mal an. Ist so, und Stichwort Identität, es wird natürlich immer die Identifikation mit einem Ortsteil oder einem Ortskern, die wird natürlich immer bleiben. Es wird ein Bernbacher deswegen ein Bernbacher bleiben, es wird ein Aflinger, auch ein Ortsteil von Bernbach, der sagt, er ist ein Aflinger. Wir sind vor 5 Jahren, hat es eine Fusion gegeben mit einer Nachbargemeinde, mit der Gemeinde Bivreck, und die Bivrecker sind trotzdem jetzt Bivrecker. Ne? Und legen Wert drauf. Aber es wird eine administrative neue Einheit, die eben die neue Stadt dann, in der die neue Stadt abgebildet wird, aber es soll nicht zu einem Identitätsverlust kommen. Und ihr wollt ja die Bürger auch noch befragen. Was soll da Fragestellung sein? Wollt ihr das nicht? Das wäre dann blöd, wenn sie Nein sagen. Was passiert dann? Dann werden wir es nicht machen können. Ne? Ehrlich, also fragt ihr wirklich Ja oder Nein? Ja, sicher. Also dieses Szenario ist natürlich in eurer Denke drin, dass wenn sie jetzt Nein sagen, wovon ihr offenbar jetzt nicht ausgeht, dann ist die Geschichte abgeblasen. Genau, es wäre natürlich widersinnig, wenn wir was entscheiden und ohne die Bevölkerung da so mit einzubinden, dass da ein deutliches Ja kommt. Dann hätten wir irgendwas falsch gemacht in der Argumentation. Ja. Aber wir vertrauen darauf, dass wir das gemeinsam gut zu Wege bringen und dass da letztendlich dann ein Ja kommt. Also viel läuft ja bei solchen Dingen auch über die Emotion, klarerweise. Was würden Ihnen so jetzt spontan einfallen, jetzt außer, dass man sagt, okay, von der Infrastruktur passt es dann besser, weil wir einfach besser uns aufgestellt haben. Aber fällt Ihnen spontan was ein, Herr Bürgermeister, wo Sie sagen, emotional ist das doch eigentlich eine klasse Geschichte, wenn wir diese neue Weststeier-City uns genau anschauen? Ja, also emotional ist, die beide Städte haben ihre Stärken. Ja. Bernbach hat sich in den letzten Jahren zu einer Wohnstadt entwickelt. Wir haben auch wachsende Einwohnerzahlen. Volzberg ist klassisch auch ein Industriezentrum, hat einen tollen Stadtkern, wo auch viel Gewerbe und Handwerk ansässig ist. Und diese Stärken zu bündeln, die gilt es. Man kann dadurch eine neue, attraktive Stadt schaffen, und das ist so eine Vision, die wir weitertragen müssen, dass man da einen Anreiz findet, in dieser neuen Stadt sich wohlzufühlen. Eine Frage, bevor wir auf das vielleicht noch konkreter eingehen, ist ja auch wahrscheinlich auch schon 100 Mal an euch gerichtet, aber sie stellt sich und drängt sich nun mal auf, warum hat man das nicht gemacht, als 2015 in der Steiermark die große Fusion
angesagt war, die Gemeindefusion. Wieso war das kein Thema oder wieso ist man nicht in dieses Fahrwasser mit aufgesprungen? Ja, grundsätzlich gibt es das Thema schon seit 2008. Lang davor. Ja. Das Problem ist, da geht es um 5 Gemeinden, die fusioniert werden hätten sollen. Das ist Köflach, Marie-Lankowitz, Rosenthal, Volzberg und Birnbach. Das ist halt an der einen oder anderen Geschichte gescheitert. Wir sind nach wie vor für größere Fusionen, aber wir setzen jetzt einmal den ersten Schritt. Wir haben ja auch die 5 Gemeinden in einer Kernraumallianz zusammengefasst, wo wir gemeinsam Projekte machen, wo wir bestimmte Sachen auf gleiche Ebene heben, damit der Bürger im Kernraum das Gefühl hat, es gibt überall die gleiche Behandlung, ob das jetzt im Gebührenbereich oder anderen Dingen ist. Aha, okay. Also wir sind schon auf einem bestimmten Level gemeinsam, aber die anderen Gemeinden sind noch nicht so weit. Und wir haben gesagt, irgendwann müssen wir anfangen und 2015 war es, nachdem es einen gewissen Druck gegeben hätte, nicht der richtige Zeitpunkt. Okay, dann wären wir ein bisschen über die Menschen drüber gefahren, das genau, was ihr nicht wollt. Und so hat man etwas erreicht, offenbar haben wir gesagt, damals war die Zeit noch nicht reif. Das Große hat nicht funktioniert, aber die 2 Kernräume, Volzberg, Bernbach, das haben wir da oben. Also so verstehe ich das jetzt richtig. So beginnen wir heute. So beginnt sie heute. Wir reden hier bei Volzberg, Bernbach, dann korrigieren Sie mich jetzt, Sie wissen es ja besser, von einer Gemeinde mit dann 16.000, 17.000 Einwohnern in etwa. Das ist für steirische Dimensionen schon sehr groß. Wir reden dann von der 5 größten im Land. Was verspricht man sich da jetzt? Nicht nur innerhalb Ihrer beiden Gemeinden, Volzberg und Bernbach, sondern auch im Auftritt nach außen, Herr Osbrenn. Die Stadt wird zum einen attraktiver, zum anderen, Sie haben schon angesprochen, eine Stadt, die dann 15.100 Einwohner ungefähr hat. Ja, ich habe da ein bisschen Großdenken. Vielleicht wachsen, vielleicht wachsen wir, aber wir glauben, dass eine Stadt natürlich auch einen anderen Stellenwert hat, das heißt, dass der politische Einfluss möglicherweise dann ein größerer wird, dass man sich innerhalb des steirischen Zentralraums auch besser positionieren wird können, davon gehen wir aus und das ist doch ein großer Vorteil. Habt ihr so ein bisschen Response, sagt man Neudeutsch jetzt so vom Land Steiermark, also wenn man dann auftritt und sagt, wir sind Volzberg-Bernbach, tut man sich leichter als wie nur Volzberg und nur Bernbach, wo man sagt, der Herr Landeshauptmann, ja, da ist schon was dahinter jetzt. Es gibt gerade auf dieser Ebene lauter positive Stellungnahmen, Sie haben es angesprochen, einerseits vom Herrn Landeshauptmann Schützenhöfer, gleich wie vom Landeshauptmann Stellvertreter. Gibt es auch hier positive Stellungnahmen, auch von der Wirtschaftskammer, die auch diesen Kurs unterstützen. Mhm. Also wir sehen schon, dass das hier auf breite Zustimmung stößt, dass die Idee der gemeinsamen Stadt also gut ankommt. Von der Infrastruktur her jetzt, Herr Bürgermeister, also jede Gemeinde hat natürlich, jetzt reden wir von Schulen, Kindergärten haben wir schon angesprochen, Straßen, Feuerwehr, was da immer. Was ist denn da geplant? Da wird man Synergien bündeln. Wo machen die Sinn beispielsweise und wo sagt man, na, das bleibt alles so, wie es ist, aber wir haben da ein besseres Wirtschaften dann? Im Grunde bleibt es bei den Schulen oder so weiter oder Kinderbetreuungseinrichtungen gleich, auch bei den Bibliotheken. Dort, wo der Mehrwert da ist, ist in der Verwaltung. Ja. Und auch in der politischen Zusammensetzung, nämlich von der Größe her. Derzeit haben wir gemeinsam 50 Gemeinderäte, dann werden es 31 sein. Ja. Wir haben 2 Stadtamtsdirektoren, dann ist es einer. Stimmt. Wir haben 2 Bürgermeister, dann ist es einer. Wer wird denn das übrigens sein, meine Herren? Ich nicht. Okay, Sie haben so 1-2 Tage sind Sie schon im Amt, gell? Also nein, Sie haben ja jetzt ein sehr großes Jubiläum gefeiert als Bürgermeister, nicht? Und sehen Sie das so für sich auch als schönen Abschluss Ihrer Bürgermeisterkarriere? Ja, das war immer mein Ziel seit 2008, dass wir eng zusammenarbeiten, möglichst eng, und dass das mit Bernbach funktioniert, resultiert eigentlich auch aus einem gemeinsamen Projekt, nämlich der ÖDK-Gründe, wo Sie einen Wirtschaftsfaktor entwickelt, da haben wir 240.000 Quadratmeter. Ich glaube, dass unser Landeshauptmann Stellvertreter Schickhofer da auch maßgeblich dazu beiträgt, dass wir ordentlich wachsen können und auch viel umsetzen können. Haben Sie da genau mit dem Kollegen, jetzt sagen wir es einmal menschlich, Osbrenn, den Partner gefunden, den Sie gebraucht haben? Haben Sie auf einem Wort sozusagen? Ja. Weil man über 20 Jahre im Amt, gell, da braucht man schon viel Sitzfleisch, Geduld. Wir kennen uns auch schon aus der Zeit vor der Politik. Ja, okay. Also die zwischenmenschliche Beziehung passt. Also wir haben Handschlagqualität, wir leben das. Und wie gesagt, das haben wir bei den Projekten so bemerkt auch. Und wir haben ja vieles gemeinsam umzusetzen. Und aus dem hat es sich heraus ergeben. Und ich bin einfach einmal zum Bären gegangen und gesagt, wäre das vielleicht eine Möglichkeit?
Und eine halbe Stunde später hat er angerufen und gesagt, naja, drüber nachdenken können wir. Na bitte, also da offene Türen. Herr Osbrian, kann man jetzt davon ausgehen, dass Sie der neue Bürgermeister sein wird? Letztendlich entscheidet das der Wähler. Ist klar, der ja. Wähler bei der künftigen Gemeinderatswahl, sollte der Vorschlag kommen, würde es mich freuen, wenn ich also für die also Sie stehen, als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung stehen. Sie stellen sich zur Wahl und der Herr Meixner wird sich zurückziehen. Mit 31.12.2019, wenn die Fusion stattfinden kann. Na bitte, das ist ja ein schöner Schlusspunkt. Jetzt noch einmal zu diesem Projekt, jetzt auch von der Infrastruktur haben wir schon geredet. Kann man sich auch vorstellen, dass dann diese Gemeinden, die dann gemeinsam auftreten, diese auch tatsächlich jetzt wirklich räumlich zusammenwachsen, nicht nur als Projekt Großgemeinde, sondern auch wirklich zusammenwachsen? Das wird so passieren in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten. Es ist ja, wenn man heute als Auswärtiger in unsere Region kommt, kaum mehr unterscheidbar, wo hört Volzberg so auf, ist es, ja. wo beginnt Birnbach in diesem Grenzbereich. Und es wird zukünftiger eine gemeinsame Raumordnung geben. Das heißt, hier wird man die neue Stadt, gerade in diesem grenzüberschneidenden Bereich, den es dann ja nicht mehr gibt, sehr gut neu entwickeln. So, dass man optisch erkennt, das ist eine Gemeinde. Genau. Ja, auf das wollte ich nämlich hinaus. Also das ist schon der Plan. Ja, natürlich. Da gibt es natürlich auch viele Dinge zu unterheben, die gerade aktuell, gerade in Volzberg, ich denke, der ÖDK-Gründe, wo stehen wir da? Also da ist ja geplant wirklich was Schönes. Jetzt ist der alte Meidler weg sozusagen, so ist es, ja. Und da soll was Schönes entstehen. Was haben wir da für eine Perspektive? Im Grunde stehen da 240.000 Quadratmeter Industriegründe ja. zur Verfügung. Derzeit arbeiten wir an der Aufschließung, also die Straßenläufe sind, glaube ich, im Finale. Wir bauen noch eine Brücke über die Kainach, um eine bessere Zufahrt zu machen. Teilweise sind Grundstücke schon verwertet. Also die Nachfrage ist schon da? Ist da. Na gut. Unterflurtrasse, auch natürlich etwas, was jetzt gerade ein bisschen wehtut, wenn man nach Volzberg will, ja. Aber natürlich auch mit Idee. Ne? Ja, es war einfach notwendig. Wenn man da nichts getan hätte, hätte man vielleicht erlebt, dass ein Tunnel einstürzt. Das braucht man nicht. Wir haben alles im Sommer jetzt erlebt, was passieren kann. Ja. Das braucht kein Mensch. Also da geht man durch und man weiß, man hat dann wieder eine Zeit lang eine Ruhe und Volzberg ist entlastet. Die Bevölkerung bitten um Verständnis. Wir versuchen eh, das voranzutreiben und es wird eben möglichst schnell gearbeitet, weil manche glauben, man kann das am Wochenende machen, das wird nicht gehen. Montag fahren wir wieder, ne? Genau, aber wir glauben, dass es bis Ende 2019, Anfang 2020 endgültig erledigt ist. Geschafft werden, wenn wir so von Baustellen reden, wir haben natürlich, das soll nicht ausgeklammert bleiben, ohne dass wir das jetzt breit treten, die Finanzen in Birnbach haben auch schon bessere Zeiten gesehen, wo sind wir da, auf welchem Weg? Wir haben diese Geschichte gehabt, 2014, glaube ich, war das, diese Finanzaffäre, wo man einen schönen Schuldenberg aufgebaut hat, auf welchem Weg befindet man sich da, weil das ja auch die Menschen interessiert letztlich. Also, wir befinden uns da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben seit 2014 wirklich eine Konsolidierung in Angriff genommen, die jetzt 5 Jahre gedauert hat. Und ich darf jetzt sagen, dass wir mit dem Rechnungsabschluss 2018 letztendlich alles abgearbeitet haben, was da in der Vergangenheit uns Probleme gemacht hat als Stadt. Wir sind ja jetzt im Zuge eines Positionspapiers, das wir erarbeitet haben durch ein drittes Unternehmen, durch das Kommunalwissenschaftliche Dokumentationszentrum, die uns da begleiten, sind auch die Finanzen gecheckt worden und wir haben da auch eine sehr gute Note bekommen, weil wir wirklich in den letzten Jahren sehr viel an unseren Hausaufgaben gearbeitet haben und diese auch erfüllt haben, sodass wir gut aufgestellt sind wirklich. Da können Sie reinen Gewissens zur Bürgerbefragung schreiten, weil da könnte ich mir vorstellen, wie kommen wir Volzberger dazu, dass wir die Schulden der Birnbacher da heben. Ne? Das ist halt klassisch logisch. Ne? Aber gut, wenn Sie da im Reinen sind, dann steht auch dem nichts mehr im Wege. Meine Herren, es ist spannend, es zu beobachten. Ich bin selber persönlich gespannt, wie es entsteht und wie es wächst. Ich fahre ja gern in diese Region und da wird sicherlich wirklich auch wieder ein schönes Zentrum, pulsierendes Zentrum entstehen und dafür wünsche ich Ihnen alles Gute, den Birnbachern und den Holzbergern. Es ist noch viel zu tun, noch viel Kraft, Herr Meixner, gell, für die letzten Jahre. Aber dann haben Sie was Schönes geschafft mit dem Kollegen Osbrian. Toi, toi, toi. Ihnen, meine Damen und Herren, schauen Sie auch da vorbei. Schauen Sie zu, wie eine neue Region in der Weststeiermark entsteht und wächst. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ja,
Ja, schön, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben. Leider sind wir jetzt auch schon am Ende unseres aktuellen Kanal 3 Steiermark Magazins angelangt. Wie Sie schon wissen, alle weiteren Infos und auch alle Sendungen zum Nachanschauen gibt es auf unserer Homepage www.kanal3.tv und wir freuen uns auch über Besuche bei YouTube oder Facebook. Ich sage einmal mehr, schön war's, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.